Ein Tag voller Überraschungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, von unserer Seite einen schönen guten Morgen. Wir möchten Ihnen heute eben, wie die Margit schon gesagt hat, einen Überblick geben, wo stehen wir im Augenblick, wie ist das einzuordnen, was derzeit geschieht, wie geht es mit der Verordnung und was ist in den nächsten Wochen in Österreich zu erwarten. Grundsätzlich, Pandemie nimmt weiter zu, international, weltweit gesehen. Wir sind mittlerweile laut Weltgesundheitsorganisation bei 96 Millionen Fällen, die es in diesen letzten 12 Monaten weltweit gegeben hat. In Summe bei über 2 Millionen Todesfällen mittlerweile. Das ist wahrscheinlich die dramatischste Zahl überhaupt, die hier die Realität ein bisschen abbildet, wie dramatisch diese Pandemie, diese schwerste Pandemie seit 100 Jahren tatsächlich ist. Für Österreich merken wir, dass sich im Entwicklungslauf dieses Jahres in Wirklichkeit 27.02. die ersten Fälle in Innsbruck, die ersten beiden, sich der Entwicklungslauf sehr ungewöhnlich entwickelt hat. Ungewöhnlich und doch auch wieder nicht ungewöhnlich, weil die zweite Welle in ganz Europa eine sehr dramatische gewesen ist. Sie sehen den ersten Lockdown mit dieser ersten Welle, die zu insgesamt einem Höhepunkt von 9.158 aktiven Fällen geführt hat. Dann die Auswirkungen des ersten Lockdowns. Es ist uns gelungen, die Zahlen sehr, sehr, sehr stabil zu halten, trotz der Öffnungsschritte in ganz Österreich. Das ist gut gegangen bis etwa Oktober und gegen Ende Oktober, 24., 22., 23., 24., dann diese enorme Zunahme, die wir auf ähnliche Art und Weise jetzt bei den nächsten Grafiken dann noch öfter sehen werden bei anderen Ländern. Das heißt, das war keine Situation. Warten wir noch ganz kurz, bleiben wir noch vorne. Den Peak Mitte November und dann das sehr gute Rückgehen durch den zweiten beziehungsweise den dritten Lockdown mit einer etwas beginnenden Seitwärtsentwicklung so rund um Weihnachten, knapp nach Weihnachten, aber einer kontinuierlichen weiteren schrittweisen Abnahme, die nicht mehr in diesem Tempo wie davor stattfindet, aber dennoch gut in die richtige Richtung geht. Und mittlerweile sind wir herunten von 75.000 Fällen, die wir am Peak hatten, auf jetzt 16.035 aktiven Fällen. Daneben die anderen Kennzahlen, etwas über 2.000 Hospitalisierungsfälle und 323 Menschen, die so schwer an Covid erkrankt sind, dass sie in intensivmedizinischer Pflege und Behandlung sich befinden müssen. Das ist also die Trendentwicklung in Österreich. Das bedeutet, ja, der Trend geht in die richtige Richtung. Ja, die Maßnahmen wirken. Ja, es ist so, dass sich der Trend in Österreich deutlich verbessert. Vielleicht noch drei Kennzahlen dazu, die ich Ihnen mitgeben kann. Wir waren beim 7-Tages-Inzidenten bei einem Maximalwert im November von deutlich über 600, sind jetzt, das ist die gestrige Zahl, herunten auf 115. Das ist schon ein sehr guter Weg, den wir da zurückgelegt haben. Wir waren bei Jahresbeginn bei 163, eben jetzt 115. Müssen aber noch weit, weit, weit runter. Das ist unser Ziel. Sie wissen es seit vergangenem Wochenende. Wir haben bei den Tagesneuinfektionen einen Rekordwert von über 9.000 gehabt im November und sind jetzt herunten bei rund 1.500 im Schnitt der letzten Tage. Und wir waren beim sehr, sehr wichtigen Reproduktionsfaktor, beim effektiven, bei einem Maximalwert von 1,14 und sind jetzt bei 0,91. Das heißt, es geht, es wirkt. Das heißt, wenn sich alle an die Maßnahmen halten, dann zeigt das eine positive Auswirkung. Das ist die gute Nachricht. Und vielleicht schauen wir uns noch ganz kurz an, wie wir das international auch einbetten können. Das sind die Zahlen, die Sie zuerst schon ganz kurz gesehen haben. Genau, das ist jetzt eigentlich die dritte Folie, aber das macht überhaupt nichts. Für uns das Entscheidendste ja die ICU-Zahlen und die Frage der Todesfälle. Und Sie sehen da die Entwicklung Österreichs in der Mitte, die rote Kurve, die blaue ist die, der europäische Durchschnitt, die EU-27. Sie sehen da, dass Österreich eine doch deutlich erhöhte Situation und Anzahl an Todesfällen im November, Dezember gehabt hat im Vergleich zum EU-Durchschnitt. Und dass wir es aber mit Jahresbeginn geschafft haben, jetzt wieder unter den EU-Schnitt zu kommen und jetzt doch deutlich spürbar einen Abstand zu schaffen
Auch der Vergleich sind die Nachbarländer von Tschechien bis zur Schweiz, bis zu Slowenien. Sie sehen sehr, sehr dramatische Entwicklungen, was etwa die Situation Sloweniens, Tschechiens betrifft. Diese Kurven sind sehr, sehr heftig, teilweise auch nach wie vor. Und die österreichische Entwicklung jetzt bei den Todesfällen eine recht stabile bis deutlich abnehmende. Wir merken in den letzten Tagen, dass wir deutlich weiter sinkende Zahlen haben. Ich hoffe, es bleibt so. Das wäre das Entscheidende in Wirklichkeit. Und schauen wir noch zu den Infektionsfällen. Tagesinzident, der Tagesinzident im internationalen Vergleich wieder die Nachbarländer Österreichs, nämlich Österreich wieder die rote Linie. Auch da völlig die gleiche Situation, Mitte November, hohe Werte, sehr hohe Werte im Vergleich. Da hatten wir die Situation, wenn Sie sich das punktuell zeitlich ansehen, Sie können sich erinnern, das war der Tag, als wir den zweiten Lockdown verankert haben. Damals die Meldung, die auch völlig korrekt gewesen ist von der Austria Presseagentur, dass wir in diesem Zeitfenster den höchsten Wert gehabt haben in Europa. Und dann ist es erfreulicherweise gut gelungen, diese Werte abzusenken und jetzt eine relativ stabile Lage in Österreich, aber schrittweise, ich habe Ihnen die Daten zuerst gerade genannt, auch weiterhin ein schrittweises Runtergehen. Und was Sie ganz oben sehen, das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, das sind die Kurven von Tschechien auf der einen Seite und von Slowenien auf der anderen Seite. Die hatten enorme Peaks mit Jahresbeginn und auch dort gelingt es jetzt wieder schrittweise die Zahlen runterzuholen. Und dann schauen wir noch ganz kurz weiter zur nächsten Folie. Genau, da im Wesentlichen dasselbe noch einmal abgebildet in einem Zahlenbalken-Diagramm, was die Todesfälle betrifft. Der Grundtrend also geht in eine gute Richtung. Das wäre der erste Teil der Aussage, leider nicht der letzte Teil der Aussage. Denn das zweite ist, es wäre völlig falsch, jetzt in eine falsche Zufriedenheit zu verfallen. Ganz im Gegenteil. Wir werden eine Situation haben, wo wir sagen müssen, dieser gute Trend ist kein Grund für Entwarnung. Ganz im Gegenteil, wir müssen jetzt besonders vorsichtig sein in den nächsten Wochen und uns ganz besonders anstrengen. Ich habe schon vielfach gesagt, aus meiner Sicht werden Februar, März die schwierigsten Phasen der Pandemie überhaupt. Warum? Hat einen Namen und der heißt B117. Die Mutation wird, das wissen wir, sich in ganz Europa ausbreiten. Sie ist bereits de facto flächendeckend da. Wir wissen seit Anfang dieser Woche, dass sie auch in Österreich angekommen ist. Das war überhaupt nicht anders zu erwarten. Und das Risiko ist, dass es de facto eine Pandemie in der Pandemie geben kann. Und jetzt geht es darum, die gute Nachricht zu nutzen, nämlich dass auch B117 darauf reagiert, was wir an Maßnahmen setzen und deswegen besonders wichtig, diese Maßnahmen konsequent zu verwirklichen und konsequent umzusetzen. Wir kennen die Dynamik mittlerweile von B117 aus anderen Ländern. Wir wissen, wie dramatisch schnell das in Großbritannien war, diese Entwicklung. Wir kennen sie aus Irland. Wir werden sie nachher dann bei einer Folie auch noch sehen, was Irland betrifft. Hat es eine Verzehnfachung der Zahlen innerhalb von 3 Wochen gegeben, über Weihnachten und Silvester. Jetzt wieder deutlich abnehmender Trend im Übrigen, das ist gut. Und wir wissen auch, dass wir etwa in den USA Prognosen haben, die auch dramatisch sind. CDC, die US-amerikanische Gesundheitsbehörde, sagt ausgehend von den jetzigen belegbaren, veröffentlichten Zahlen, sind bei rund 100 im Augenblick oder knapp 100, also anzunehmen eine doch zusätzlich relativ hohe Dunkelziffer, dass man damit rechnet unter Experten und Expertinnen in den USA, dass schon im März diese Mutation, die Variante, der dominante Virusstamm innerhalb dieser Pandemie in den USA sein wird. Das heißt, es geht extrem dynamisch, die Verdrängung sozusagen erfolgt sehr rasch, sehr schnell. Und deswegen ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt ein sehr umfassendes Kontrollsystem etablieren. Da sind wir jetzt genau in Arbeit, seit Montag verstärkt, seit Montag, wo wir die Belege haben, dass wir doch diese flächendeckende Präsenz von B117 bereits haben.
Worauf setzen wir da? Der erste Punkt ist, wir wollen und werden und haben das teilweise schon verwirklicht, in allen Bundesländern auf einer wirklich sehr, sehr breiten Ebene schrittweise auf erweiterte PCR-Testungen umstellen. Das heißt, alle positiven Ergebnisse werden schrittweise auf Verdacht der Variante oder einer Variante auf einer Mutation überprüft. Und das wird schrittweise umgestellt. Damit werden wir dann ein flächendeckendes Ergebnis haben, wo wir sehr präzise sehen, gibt es irgendwo Clusterbildungen, gibt es eine flächendeckende Verteilung, wie dynamisch ist der Entwicklungsprozess. Also all diese entscheidenden Fragen werden wir beantworten können. Zweiter Punkt, ganz faszinierend aus meiner Sicht, die österreichischen Kläranlagen und die Testungen, die Kontrolltätigkeit im Bereich dieser Kläranlagen mit einem sehr starken Ausbau in diesem Bereich. Da werden wir später mehr hören darüber, wie das im Detail funktioniert. Sie haben ja am Montag vielleicht diese eine Meldung aus Salzburg gehört, über die wir heute noch reden werden. Und wie die einzuordnen ist, glaube ich, ist nach diesen Ausführungen dann nachvollziehbarer. Und wir wollen gemeinsam diese Vollsequenzierungen, die die Akademie der Wissenschaften durchführt, deutlich ausbauen in Österreich auf ein Potenzial von 400 in der Woche. Dann sollten wir ein gutes dreistufiges Kontrollsystem in Österreich aufgestellt haben, ein Kontrollsystem gegen B117. Dazu wollen wir eine Verstärkung des Evaluierungssystems realisieren, das heißt sehr, sehr präzis auf Basis dieser Daten uns ansehen, was braucht es an Zusatzmaßnahmen, braucht es etwas an Zusatzmaßnahmen, Fragezeichen. Und der dritte Bereich ist, Sie wissen es, heute jetzt dann zu Mittag haben wir Hauptausschuss im Nationalrat. Hauptausschuss heißt immer, eine neue Verordnung sollte mit einem Beschluss des Hauptausschusses rechtskräftig werden. Dann, falls es diesen Beschluss gibt, wovon ich ausgehen kann, wird es die Rechtskräftigkeit ab Montag 0 Uhr geben. Wir haben mit dieser Verordnung uns sehr, sehr präzis bereits auf B117 eingestellt. Denn was ist der Gegenstand dieser Verordnung? Sie wissen es ja in den Grundzügen. Wir haben einerseits den Lockdown verlängert, Punkt 1. Punkt 2 aber, ganz besonders wichtig, wir haben den Mindestabstand verdoppelt. Das heißt, der Babyelefant ist erwachsen geworden, größerer Abstand. Man sieht es auch hier herinnen, schon bevor die Verordnung rechtskräftig wird. Und die FFP2-Maske haben wir in vielen Bereichen unseres Lebens, dort, wo wir halt Handel offen haben und im öffentlichen Verkehr auch als verbindlich verankert. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, denn was zeichnet, unter Anführungszeichen, was ist das Besondere am B117, die deutlich höhere Ansteckungsfähigkeit, die vorhanden ist. Und da ist die FFP2-Maske mit einem Filtergrad von 94% eine gute, richtige Antwort und die Erhöhung des Mindestabstandes ebenfalls. Zweitens, neben diesen Maßnahmen, die wir heute im Hauptausschuss, so hoffe ich, beschließen werden, geht es natürlich darum, die Impfung parallel dazu konsequent und schnell auszurollen. Wir sind mit unserem Tempo zu 100% abhängig davon, welche Zulassungen es wann gibt, von welchem Impfstoff und zweitens, wie die Liefertermine und Liefermengen im Detail aussehen. In dieser Woche ist es gut gelaufen, was den Ausbau der Impfungen betrifft. Sie wissen, wir sind seit gestern über 150.000 Impfungen bereits drüber. Und das Ziel ist, dass wir möglichst rasch die Alten- und Pflegeheime flächendeckend nicht nur mit dem ersten, sondern dann in den nächsten Wochen auch mit dem zweiten Stich versehen und damit eine flächendeckende Impfung bei allen, die das wollen, die sich das wünschen, umsetzen können. Denn das würde bedeuten und das wird bedeuten, dass einen kurzen Zeitraum später hier doch ein sehr starker, breiter Schutz, vor allem gegen Todesfälle, gegen schwere Erkrankungen vorhanden sein wird. Ich bin deswegen sehr, sehr froh, dass das gut funktioniert, dass die Länder sehr, sehr engagiert bei der Umsetzung sind und dass wir schlussendlich auch eine hohe Beteiligung, eine wachsende Beteiligung haben. Ich merke überhaupt einen Trendumschwung, den wir in Österreich erleben, auch etwa bei unserer Hotline, wo viele, viele Anrufe tagtäglich reinkommen, hat sich der Fragebereich total verändert. Früher war es die Frage,
prioritär? Welche Nebenwirkungen gibt es? Gibt es Nebenwirkungen? Muss ich mir Sorgen machen? Wie ist das einzuordnen? Jetzt ist die Hauptfrage von 70% der Anrufern jene, wann komme ich dran? Also eine wirkliche Trendwende, und das ist sehr, sehr erfreulich, weil das Tempo des Ausrollens und die Breite des Ausrollens der Impfung natürlich unsere wichtigste Antwort auch auf diese Entwicklung mit der Erweiterung der Mutation ist.